Herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog auf diesem Kanal. Ich nehme euch heute wieder auf einen Vlog in meinen Alltag mit. Also ich verbringe jetzt hier noch meine letzten 3 Wochen in Kanada, was sehr schade ist eigentlich. Aber ich freue mich auch generell sehr auf Deutschland wieder. Aber jetzt, heute nehme ich euch nochmal mit auf einen Alltag von mir. Es geht jetzt gleich erstmal in die Schule. Und am Abend möchte ich oder am Nachmittag möchte ich dann für meine Familie einkaufen gehen und kochen. Ich habe mir schon was ausgedacht. Ich werde Spaghetti Bolognese machen. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch mit. Habt viel Spaß beim Zusehen. Und ja, bleibt dran. Ich gehe jetzt los zur Schule. Endlich ist schönes Wetter auch da. Die letzten 5 Tage war etwas schlechteres Wetter. Hat halt nur geregnet und so. Ist halt auch ein bisschen daran, dass es Kanada ist. Soll anscheinend immer so sein. Aber ja, jetzt ist wenigstens ein bisschen schöner. Und ich genieße jetzt auch nochmal die letzten 3 Wochen hier besonders toll. Weil ja, dieses Gefühl, glaube ich, das wirst du nie wieder im Leben kriegen, hier im fremden Land zu sein, ohne jemanden zu haben. Ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Das sollte man auf jeden Fall genießen. Und ja. Ich gehe jetzt zur Schule. Ich nehme jetzt gleich den Bus. Und ja, dann in der ersten Stunde habe ich, glaube ich, in New Media. In der zweiten Stunde habe ich Kunst. In der dritten Stunde habe ich so ein Computerfach. Und in der vierten habe ich... Ich weiß gar nicht. Sage ich euch dann. Jetzt an der Bushaltestelle angekommen. Das ist wirklich einfach nur schön, dass die Sonne immer wieder scheint. Endlich hat man auch am Morgen wieder gute Laune und so. Das hat mich schon immer wieder nach unten getrieben, wenn das Wetter scheiße war. Aber jetzt ist schön. Der Bus. Wir haben jetzt eigentlich Kunst, aber wir sitzen hier in der Pausenhalle und chillen ein bisschen, weil irgendwie die Kunstlehrerin nimmt das sonst nicht so streng. Und ja, wir können ein bisschen reden, weiß nicht. Besser als Schule. Aber ist ja klar, du musst es ja einsehen, dass natürlich Leute drüber reden, wenn... Kunst ist jetzt zu Ende, jetzt haben wir Mittagspause. Wahrscheinlich gehen wir raus und holen uns bei Dollarama einen kleinen Snack oder so. Weiß ich noch nicht ganz. Ich war jetzt gerade in der Mittagspause. Jetzt habe ich Computer Studies und dann müssen wir so Keyboard-Übungen machen. Das mache ich jetzt erst eine halbe Stunde, glaube ich. Und dann geht es noch eine Stunde in Yearbook. Das wird auch noch ganz entspannt sein. Dann habe ich schulfrei. Schule ist jetzt aus. Ich habe gerade noch einmal Yearbook. Und war eigentlich alles entspannt. Ich gehe jetzt, glaube ich, in die Stadt zu Walmart, hole mir die Zutaten. Ich würde Spaghetti Bolognese kochen für alle. Und dafür muss ich jetzt halt gleich nochmal einkaufen. Wie war dein Schultag? Mein Schultag war wunderschön, beeindruckend. Ich bin jetzt hier eine halbe Stunde hingefahren zu Walmart. Meine Gastfamilie hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie heute irgendwie diese Woche schon, also ich hab halt am Sonntag war ich mit Freunden essen und auch am Montag, also gestern, war ich mit Freunden essen und die haben anscheinend schon irgendwie 2-mal hintereinander jetzt irgendwas mit Nudeln gegessen und darum wollen die heute irgendwie nicht Spaghetti Bolognese essen, weiß ich auch nicht warum. Dann habe ich halt jetzt gesagt, dass ich das am Wochenende mache, wenn dann alle wieder bereit sind auf Nudeln. Ist ein bisschen doof gewesen, dass ich schon hier losgefahren bin. Und ja, jetzt muss ich wieder zurückfahren. Eine halbe Stunde, also eine Stunde eigentlich so ein bisschen umsonst verbracht. Aber egal. Vielleicht mache ich noch mal ein kleines Video irgendwie. Amerikanische Süßigkeiten testen oder so.
Wäre ja auch ganz cool. Ich bummel jetzt hier die ganze Zeit durch den Walmart gerade durch. Bin ein bisschen traurig, weil ich wollte eigentlich unbedingt was für die kochen. Ich hatte auch länger mal Lust, wieder mal nach Bolognese zu essen und sowas. Aber egal, die Welt geht nicht unter. Und jetzt bummel ich hier einfach durch den Laden mal rum. Ich hol mir jetzt einfach mal 5 Süßigkeiten, die ich nicht kenne, und werde das dann zu Hause testen für euch und werde eine Bewertung von 1 bis 10 da lassen. Oh, hier schon mal was ganz Besonderes. Snickers mit Brownie und Peanuts und und das war's. Und die nehmen wir mal mit. Sind Gummibärchen, glaube ich. Für 1,20. Henry kann ich auch mitnehmen. Und Henry. Und M&M-Riegel. Den nehmen wir mit. Einfach M&M-Riegel. Wird bezahlt, hat genau 13 Dollar gekostet, glaube ich, 13,04 Dollar. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt zur Bushaltestelle und fahre dann wieder nach Hause. Bin wieder in den Bus angestiegen. Jetzt geht's nach Hause. Ja, vielleicht geht's heute Abend dann nochmal raus. Ich hätte Lust, irgendwie auf Skateboard fahren oder so. Mal sehen. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und wollte einmal meine Süßigkeiten jetzt bewerten, die ich mir gekauft habe. Snickers mit Peanut und Brownie. Weiß ich nicht, bin ich nicht so ganz überzeugt. Dann hier haben wir die Sour Patches. Die sollen anscheinend sehr gut sein. Dann haben wir hier noch ein Gummibärchen. Ich kann diesen Namen gar nicht aussprechen. Maynards. Swedish Berries. Also Gummibärchen. So Erdbeeren, glaube ich, ein Erdbeergeschmack. Dann haben wir, das habe ich für euch noch nie gesehen, M&M kennt man ja sonst normalerweise immer als so wie Smarties, weißt du, wisst ihr. Oh, Henry ist auch mit Peanut. Ist doof, dass ich jetzt so viel mit Peanut habe, aber egal. Wir fangen mal mit dem, wo ich wirklich nicht so überzeugt bin von, mit dem Snickers an. Oh, das ist nicht ganz ein Riegel, das ist so ein Zweifern. Nehmen wir einen mal zur Seite, kann ich dann nachher noch essen, wenn die schmecken. Schmeckt eigentlich ganz gut. Kann man auf jeden Fall so eine 7,5 geben, würde ich sagen. 7,5. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Nehmen wir mal etwas Gummi oder Süßes. Nehmen wir hier die Maynards. Oh. Nochmal in einer Plastikverpackung. Gibt schon mal einen kleinen Minuspunkt wegen zu viel Verpackung. Sind härter, als ich gedacht habe. Schmecken ein bisschen sehr künstlich, aber ist schon ein schöner Erdbeergeschmack eigentlich. So Erdbeer und noch irgendwas anderes. Die kriegen von mir eine 8 vom Geschmack und 0,5 Punkte kriegt es wieder Abzug von wegen 2 Verpackungen halt. Ist halt ein bisschen dumm. Dann geht's weiter mit dem Oh Henry. Probieren wir den Lachs mal. Oh, den habe ich aus Versehen schon gebrochen. So sieht der Lachs aus. Mit Karamell, glaube ich, auch. Und ja, wir probieren den Lachs mal. Bin nicht der größte Nussfan, also habe ich da nochmal eine ganz andere Meinung auch. Ich finde die Nüsse ein bisschen zu groß, ist nicht so meins jetzt. Würde ich dann so eine 6 oder 5 geben. Die Schokolade ist sehr, sehr gut, aber dass da so viel Nuss drin ist, finde ich irgendwie nicht so schön. Dann weiter geht es, glaube ich, mit dem M&M-Riegel, weil ich möchte mir die Sour Patch zum Schluss aufbewahren. Oh, es sind
in 5 Stücke halbiert. Sieht nur schokoladig eigentlich aus, nicht so viel Nuss, was ich eigentlich schon mal gut finde. Boah, der schmeckt sehr, sehr gut. Der hat nochmal so irgendwie so einen Karamellgeschmack oder so. So ganz weiches Karamell oder so, irgendwie so ganz leicht. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich würde dem, könnte ich jetzt glaube ich auch schon sagen, so eine 8 geben. Sehr gut, kann man auf jeden Fall essen. Dann zuletzt kommen wir zu den Sour Patches. Extrem steht hier, okay. Ich bin eigentlich immer der Fan von Süßes. Mehr als von schokoladig, würde ich sagen. Oder? Schwer zu sagen, würde ich sagen. Okay, wir haben das gleiche Problem. Ich glaube, hier gibt es auch schon mal wieder einen Minuspunkt. Wegen 2 Verpackungen. So sieht die aus. Das sind so kleine Männchen oder Gummibärchen. Ich nehme mal hier blau und grün. Boah, sind die sauer. Also wenn jemand sauer mag, dann ist er hier perfekt richtig. Das ist mir schon fast ein bisschen zu sauer. Aber wenn dieser saure Belag dann vom Gummibärchen ab ist, schmecken die eigentlich ganz gut. Würde ich dann auch so eine 8 geben, 8,5 vielleicht sogar. Probiert die Süßigkeiten auf jeden Fall aus, würde ich jedem empfehlen. Auch alle 5 auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ja, das war's so mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Oder hat es gefallen, dass ich jetzt nicht unbedingt kochen konnte. War schon schade für mich, fand ich schon. Ich nehme euch auf jeden Fall noch jetzt mit auf den Tag. Oder auf den Abend. Wenn ich vielleicht jetzt nochmal gleich Skateboard fahren gehe, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ich jetzt nächstes Mal mache, dann seht ihr jetzt gleich das Outro. Ich habe jetzt gerade Abendessen gegessen mit meiner Familie. Wir haben Pizza gemacht. War ganz gut. Ich habe dann aber am Abend nicht mehr richtig was gemacht. Jetzt ist auch schon so, jetzt ist schon 22.30 Uhr. Ich habe dann nicht mehr so viel am Abend gemacht. Und ja, das war so mein Tag. Aber wenn euch das Video insgesamt gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Channel, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Das war's von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.